Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bussimulator 21. In der letzten Folge, da haben wir uns ja hier diesen schicken Setra-Bus gekauft. Der macht optisch, finde ich, auch schon einiges her. Trotzdem sollten wir damit in die Lackiererei fahren. Das habe ich ehrlicherweise schon gemacht, weil ich nämlich ein bisschen vorgespielt habe. Warum ich das gemacht habe, das erkläre ich euch gleich noch. Und ich habe auch ein paar Sachen umgestellt und eure Kommentare durchgelesen. Trotzdem sind wir jetzt wieder in der Lackiererei, denn die Aufgabe besteht jetzt darin, Werbung drauf zu kleben. Und das würde ich sagen, machen wir direkt mal. So, erstmal hier fachgerecht abstellen, Feststellbremse rein und da würde ich sagen, machen wir das mal. Also, wir können hier das Aussehen natürlich ändern, ne? Ja, hier, wie im letzten Teil muss man hier die ganzen Farben erstmal freispielen, ganz großes Kino. Das heißt, es gibt eine ganze Menge, können wir aber nicht nutzen. Schade. Gibt es ja noch so Vollbeklebungen. Gut, ob das den Bus jetzt so aufwertet, ich weiß es nicht. Manche mögen ganz schön aussehen. Der Blumenexpress hier. Manche vielleicht auch nicht. Und dann gibt es auch noch Aufkleber. Da könnte man dann hier zum Beispiel sein, was ist das hier? Ja, irgendein Kappes kann man da draufkleben. Eine Null zum Beispiel. Für den Skill von vielen Busfahrern steht das vermutlich. Genau, also da kann man eine ganze Menge machen. Wir sollen, und hier die Innenausstattung, die habe ich sogar schon geändert. Also man kann die auswählen oder ich habe jetzt hier dieses Nature Green Ding da ausgewählt. Was wir allerdings machen sollen, ist die Chinatown Werbung draufkleben. Da müssen wir jetzt mal gucken. Die kann nur so draufgeklebt werden. Tatsächlich. Ich dachte, die kann man auch noch hier irgendwie anpassen, weil die Nummern und so, das kann man alles anpassen. Naja, ob das den Bus jetzt so aufwertet, weiß ich auch hier wieder nicht. Aber wir übernehmen die Änderung jetzt einfach mal. Das kostet 1000. Und, haben wir das jetzt richtig gemacht hier? Ich hoffe doch. Jo, haben wir richtig gemacht. Also, das ist schon mal geschafft. Und dann müssen wir jetzt auf der neuesten Linie damit rumfahren. Das ist die Linie 6, wenn mich nicht alles täuscht. Die habe ich nämlich jetzt angelegt. Und die erfüllt, glaube ich, die oben genannten Kriterien. So. Und jetzt fragt ihr euch vermutlich, warum hat der Mann weitergespielt? Hätten wir doch alles ganz gern gesehen. Der Grund ist ganz einfach. Das ging alles so flott. Also man ist zwei Haltestellen gefahren und dann gab es wieder irgendwie so einen Dialog oder so und einem wurde ein neues Feature präsentiert. Und das ging Schlag auf Schlag. Also ich fand das schon als Spieler. Naja, also das war halt irgendwie so Tutorial-mäßig. Fand ich schon relativ flott. Aber in dem Video weiß ich nicht, ob ich mir das so angeguckt hätte. Hier kann ich das jetzt ganz in Ruhe erklären, was wir da so alles gesehen haben. Und hab da ein bisschen Zeit und das ist dann nicht so zack, 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 zack. Das finde ich ein bisschen angenehmer. Bin ja ein bequemer Busfahrer. So, was wir jetzt machen, ist auf der Route 6 durchstarten. Und da würde ich sagen, wo fährt die nochmal? Wir können uns vielleicht erstmal hier irgendwo hin teleportieren. Oder... wir sind ja hier im Prinzip schon drauf. Ne, wir drücken jetzt einfach mal jetzt fahren. Das machen wir mit dem Setra. Den haben wir noch relativ neu. Und ihr seht, ich habe auch schon einen weiteren Bus. Den habe ich mir allerdings nicht gekauft, sondern den habe ich, halten sich fest, meine Damen und Herren, von der Stadt geschenkt bekommen. Die waren so happy, dachten sich, Uwe Fuhrmann, da freuen wir uns. Dem geben wir direkt einen Bus. Und da sage ich nicht nein, ne? Da bin ich ganz ehrlich. So, danke. Erstmal, danke, super. So, nehmen wir uns den Platz hier von der anderen Spur. Und dann können wir hier vorne schon auf der Linie durchstarten. Zack. So, gucken wir jetzt hier. Die nächste Haltestelle ist, aber ich denke, lange dauert's nicht. So, was ist seit der letzten Folge noch so alles passiert? Ich habe vor allen Dingen ein paar Sachen umgestellt. Also ich habe die Steuerung zum Beispiel umgestellt und dann noch so ein paar kleinere Sachen. Es gibt nämlich hier so eine Arcade-Steuerung, die hatte ich in der letzten Folge aktiviert. Und dann gibt es so eine realistischere Steuerung. Da ist die Beschleunigung etwas anders und auch das Bremsverhalten. Und ich dachte mir, alles was hier irgendwie an Realismus möglich ist oder an bisschen Realismus möglich ist, das nutze ich natürlich gerne. Deswegen habe ich das schon mal angepasst. Und ich habe mir eure Kommentare durchgelesen. Und ich glaube, in den meisten Punkten sind wir uns absolut einig. Also, oh, müssen wir die Rampe ausfahren. Das ist natürlich nicht der realistischste Simulator. Gewagte Frisur hier.
Ist natürlich nicht der realistischste Simulator, das ist uns allen klar. Also die Sounds stimmen nicht, die Türsachen und so, selbst die Knopfposition hier teilweise nicht. Man erkennt schon einigermaßen, welchen Bus das darstellen soll. Eine Fahrkarte, bitte. Aber das ist natürlich jetzt hier alles nicht so unglaublich realistisch. Wer einen realistischen Bus-Simulator spielen will, der muss vermutlich The Bus oder Lotus oder Omsi oder sowas spielen. Das ist auch so ein bisschen so ein Spaß-Simulator. Der nimmt sich selbst auch nicht ganz so ernst. Soll Spaß machen und das tut er auch. Nach 30 Staffeln Winter Fashion dachte ich, ich gucke nie wieder eine Telenovela. Aber dann hat mir meine Enkelin Spring of Affection gezeigt. Und ich kann die nächste Folge kaum erwarten. Ja. Hallo? Nein, ich bin nicht Amanda. Was sind das denn für Gespräche? Können Sie das nicht? Ja, tschüss. Haben Sie eine Fahrkarte? Ihnen habe ich, glaube ich, gerade eine verkauft, ne? Ganz wilde Gesprächsthemen hier wieder. Ich habe die zweite Tür gar nicht aufgemacht. Ich wundere mich schon, warum da noch keiner reingerollt ist. War ich so ins Quatschen hier vertieft, dass ich... an der Stelle Entschuldigung, ne? Entschuldigung nach hinten. Habe ich tatsächlich vergessen aufzumachen. Nächstes Mal gern was sagen, ne? Zack. Und dann geht es weiter. Jetzt müssen wir uns auch schon ein bisschen ranhalten, sonst bekommen wir nämlich Verspätung und die wollen wir nicht. Oh, der hält sogar an. Ein Service. Also das ist alles hier nicht so super realistisch. Hier die Blinker, wir sind ja hier in den USA, trotzdem haben die Autos, glaube ich, teilweise gelbe Blinker. Die Verkehrsregeln sind, glaube ich, auch alle nicht so ganz korrekt. Also hier gibt es eine ganze Menge, was man so aus Realismus-Sicht kritisieren kann. Trotzdem macht das Spiel irgendwie Spaß. Und darum geht's hier. Also da will ich keine falschen Illusionen machen. Aber ich finde es zur Abwechslung eigentlich mal ganz nett. Und es kommt halt auch auf den Konsolen raus, ne? Also PS4 und Xbox One. So, Haltewunsch habe ich bemerkt, ne? Nächste Haltestelle. Bissell Avenue. Oder so ähnlich. Ja, sag ich doch. War mal, hab mal ein Praktikum beim Wahrsager gemacht. Seitdem beherrsche ich das Handwerk. So, und da geht's auch schon weiter. Also ihr seht, so langsam ist der Fortschritt oben etwas anders. Es war jetzt wirklich in den letzten 20, 30 Minuten, die ich hier gespielt habe, war es wirklich so zwei Haltestellen gefahren. Da kam hier wieder diese Mira und hat gesagt, hier, der Terrorismusbeauftragte, der meldet sich hier wieder. Und dann kam noch irgendjemand von der Stadt und irgendjemand von der Lackiererei und so, also... Bunter und der Steve hat sich auch noch immer gemeldet und so, also ganz wilder Trubel, da blickt man, also selbst ich habe da zeitweise kaum noch durchgeblickt und zwischendrin muss man die ganzen Features verstehen, davon gibt's eine ganze Menge. Übrigens, also wir sind uns in den meisten Punkten ja einig, aber ich habe auch gelesen, das sei alles nur ein großes Update von dem Bus-Simulator 18, da muss ich widersprechen. Also gerade das Management-System... Und auch sonst viele Sachen, viele Mechanismen und so haben sich wirklich stark verändert. Also das ist weit mehr als nur ein Update. Nur ist es halt aktuell noch nicht so ganz... Es funktioniert grundsätzlich, aber ist noch nicht so ganz rund. Ne? Performance ist super, Optik und so, das ist auch alles nett. Aber es gibt noch so ein paar Trigger, die nicht richtig oder auch so ein paar Bugs, die eben aktuell in meiner Version noch enthalten sind. Hoffen wir mal, dass die bis zum Release... raus sind. Kommt Leute, mal mutig reinfahren in die Kreuzung. Oh, nicht ewig Zeit hier. Jetzt haben wir nämlich schon eine Verspätung. Komm, jetzt fahr mal hier, du Clown. Hier, da ist er, der gelbe Blinker. Man weiß nicht so ganz. US-amerikanisches Kennzeichen, gelber Blinker. Vielleicht ist es bei einigen Autos erlaubt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, eigentlich sind die rot. Ach, der lässt mich. Das ist übrigens ganz kurios. Ich habe mich nämlich, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge auch gesagt habe, aber zumindest innerlich habe ich es mich gefragt, wie ist es eigentlich in den USA, wenn an einer Kreuzung keine Verkehrszeichen vorhanden sind, also wenn es da keine Vorfahrtsregelung gibt. Da gilt in Deutschland ja rechts vor links und hey. Ich dachte, was? Sollen wir heute Abend ins Ich dachte Kino schon, ich gehen? Bin gemacht. Nee, danke. Danke, nee. Ich schau mal nach, was läuft und rufe nee, ihn nee, zurück. Nee, ich bin schon verplant. Bitte ja. Nicht nachschauen. Bis dann. Ach so, ist gar nicht für mich. Ist Telefon, ne? Jedenfalls,
Ich habe mich gefragt, gilt da auch rechts vor links? Geht's nicht? In einigen Bundesstaaten ist es wohl so geregelt, derjenige, der als erstes an der Kreuzung ist, der hat auch Vorfahrt. Ein gewagtes Manöver da, unter Umständen. So. Na? Keine einsteigen, keine aussteigen. Wird die Rampe benötigt? Ich glaube, die melden sich da immer, ne? Das ist übrigens unser KI-Bus. Also so langsam wird die Welt hier auch mit KI-Bussen gefüllt. Die warten. Herrlich. Herzlichen Dank. Dann fahren wir zur nächsten Station. Ach, herrlich. Man kann übrigens hier auch die Sitzposition anpassen. Man kann den Sitz so ein bisschen vor- und zurückstellen und kann den hoch und runter machen. Kann ich mal schnell hier an der Ampel zeigen. Also ist dann hier so, ne? Und kann hier noch ein bisschen hoch und runter machen. Ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Auch das ein nettes Feature. Weiß ich nicht, ob das im letzten Teil vorhanden war. Ich hab's allerdings nicht mehr in Erinnerung, dass das möglich war. So. Uiuiui. Da hat er mal komplett hier rumgelenkt. Jo. Ich habe hier nochmal ein paar Tipps bekommen. Ich habe nämlich hier gerade den Blinker offensichtlich nicht verwendet. Aber wieder ein paar Punkte bekommen. Das ist doch schön. Fahren wir weiter, ne? Meine Damen und Herren, weiter geht das. Der Spaß-Express hier. Uwe Fuhrmann reisen. Empfehlen Sie mich weiter. So. Hier kommt niemand. Ach, mit Lenkrad ist das schon eine coole Sache. Also. Spaß macht das Ding auf jeden Fall. Und hier müssen wir dann wieder links fahren. Halten Sie bitte Ihre Tüten bereit, ne? Also wenn Ihnen aktuell noch nicht schlecht ist, gleich ist es soweit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich gebe alles. Das Uwe Fuhrmann Racing Team hier. Das habe ich ja immer geliebt, ne? Also, als ich noch in der alten Wohnung gewohnt habe, da musste ich ja immer mit dem Bus zur Uni fahren. Und da gab es so einen jungen Busfahrer. Also, ich weiß, der war vermutlich so ein paar Jahre älter als ich. Aber der hat immer alles rausgeholt aus der Karre. Hat er Gas gegeben und ist gefahren, gerade wenn er Verspätung hatte, ist er gefahren wie ein Bescheuerter. Das war herrlich. Also der ist auch gern mal mit 30, 40 in eine Kurve gefahren, wenn es irgendwie noch so einigermaßen ging. Gab auch ein paar Situationen, der ist fast gekracht, aber der wusste offensichtlich, was er tat. Also wirkte so. Ui. Kommt man über Greenwood oder über die Bergstraße schneller? Ich habe Angst, dass ich die Leute hier anfahre, deswegen warte ich mal kurz. Muss vermutlich über den Bordstein fahren. Oder reicht der Überhang hier? Ne, er reicht nicht. Seit ich den Bus nehme, brauche ich mir keine Gedanken mehr, um Parkplätze zu machen. Das ist ganz richtig. Keine Gedanken mehr um Parkplätze. So, Endstation. Bitte alle aussteigen. Zu spät bin ich hier. Ah, es reicht noch nicht ganz. Dann müssen wir einfach weiterfahren. Ich würde sagen, wir schließen die Türen wieder und ab geht's zur nächsten Haltestelle. Denn wir müssen auf dieser Linie hier ins nächste Level kommen. Aber ich sag euch, es ist deutlich entspannter als das, was ich eben da gesehen habe. Muss man eine Route nach der anderen erstellen und so. Das machen wir allerdings alles in den nächsten Folgen noch. Das heißt, man hat jetzt nichts Essentielles verpasst. Ah. Komm! Gehen Sie! Jo, danke. Fangen Sie schon an zu traben.
Fahren wir mal wieder zur Starthaltestelle. Ui. Schlagloch. Ja, man kann hier im Spiel auch eine ganze Menge einstellen, ne? Also, da ist schon einiges möglich. Und da vorne ist die nächste Haltestelle. Oh, der ist ein bisschen ruhig geworden im Fahrgastraum, ne? Also, ich meine, gerade ist keiner drin, aber auch eben. In der letzten Folge gab es ja wieder Winter der Leidenschaft. Ach, wieder einer. So, und dann machen wir direkt die Rampe raus, machen die Türen auf und dann kann der Roll... Sind jetzt... Ah, ich dachte schon, ich hätte hier genau vor diesem Schild hier die Tür aufgemacht. Das wäre unmenschlich gewesen. So, Moment. Sie wollen gar nicht rein hier, oder was? Die wartet auf uns. So, der Mann mit dem herrlichen Bart. Ah, ich muss hier wieder den machen, sonst kann ich keine Fahrkarten verkaufen. Sie wollen ein Seniorenticket haben. Das sind mir die Liebsten. Die ist so ganz anonym. Einfach so das Geld auf den Zahltisch legen, so. So rüberschieben. Nichts sagen, sondern einfach nur so rüberschieben. Na gut. Was ist jetzt hier? Ja, Leute, ich warte, gute Frau. Ich habe die ganze Zeit die Rampe unten gelassen. Oder war die Tür nicht offen? Doch, die war offen. Gut, dann fahren wir weiter. Ich glaube, da sind wir jetzt an der nächsten Haltestelle auch schon wieder zu spät, ne? So. Und renn in die Kreuzung. Dann geht's weiter. Manche Gespräche, die man im Bus so mitbekommt, sind echt verrückt. Der ist richtig guter Mann. Das ist ein wirklich sehr sinnvoller Kommentar gewesen. Manche Musikgenres von All Directions gefallen mir besser als andere. Oh nee. Ich glaube, All Directions, das wird so der neue... Es gibt tatsächlich irgendwie einen Sound, Song von One Direction, der so ähnlich heißt. Also darauf soll das wohl eine Anspielung sein. Nur, ich muss euch ehrlich sagen, es geht mir schon jetzt wieder auf den Senkel. Der Geschäftsmann hat den Bus mit seiner Werbung schon gesehen und ist begeistert. So, sehr schön. So geht Business. So geht Business. Trish und ich haben weitere Schritte besprochen. Als nächstes ist die Verbindung von Oakwood nach West Oakwood. Jetzt geht es los. West Oakwood ist eine gute Gelegenheit, ein Busunternehmen weiter auszubauen. Und es hat ein tolles Nachtleben zu bieten. Die kulturellen Angebote warten nur darauf, entdeckt zu werden. Bei Tag und bei Nacht. Tolle Idee. Lass uns auf der Strecke von St. Anthony nach West Oakwood mehr Haltestellen in Betrieb nehmen, damit wir auch auf dem Weg von Oakwood zurück anhalten können. Die Menschen warten doch nur auf eine Chance, West Oakwood zu besuchen. Aha. Okay, ändere Route 3, damit sie Oakwood umfasst und die Route in der Nacht gipfelt. Na, das machen wir mal. Dann sehen wir jetzt auch mal den neuen Linien-Editor. Und können hier Hauptverkehrszeit, aha. So, und was soll jetzt... Sämtliche Bushaltestellen haben bestimmte Hauptverkehrszeiten. Willst du... Also ihr seht, das ist wirklich gar nicht so trivial hier, das neue Management-System im Bussimulator 21. Da muss man sich sogar ein bisschen reinfuchsen, bis man das so komplett beherrscht. Sämtliche Bushaltestellen haben bestimmte Hauptverkehrszeiten. Willst du eine Route erstellen, die insbesondere nachts Profit abwirft, solltest du dich auf die Haltestellen konzentrieren, die vor allem nachts frequentiert werden. Das können wir natürlich machen, aber ich glaube, das ist hier so eine Haltestelle, ne? Diese hier offensichtlich auch. Stufe der Bushaltestelle erhöhen. Zack. Und das übernehmen wir jetzt einfach mal. So, und jetzt sollen wir eine Route bei Nacht fahren. Auch das können wir schnell machen. Würde ich sagen, machen wir mal 22 Uhr, ne? Die Nachtfahrten. Wenigstens seit 40 Jahren mache ich nichts anderes als Nachtfahrten. So. Ich glaube, da ist man auch gezeichnet fürs Leben. Müssen wir, glaube ich, die Route hier verlassen. Obwohl, können wir vielleicht auch einfach... Ich weiß nicht genau, ob wir...
Fahre eine Route bei Nacht. Also hier wird jetzt nicht genau die gesagt, aber wir können ja trotzdem mal diese Route hier fahren. Wir können vielleicht auch mal mit einem anderen Bus fahren. Ein bisschen Abwechslung annehmen. Auf aktuelle Route mitfahren. Diese Route trotzdem mit diesem Bus starten. Jo. Verlasse ich die alte Route, aber dann kann ich hier mal... Aber diese Anzeige hier, ich muss die mal aus... Die Missionsanzeige, die stimmt irgendwie nicht. Okay, ich habe gerade mal versucht, das auszublenden. Hat zwar nicht funktioniert, aber immerhin bin ich einmal kurz ins Hauptmenü zurückgeswitcht und dann wieder ins Spiel. Und dann hat sich jetzt die Mission verändert. Ich weiß nicht genau, wie man es ausstellt, finde ich noch raus bis zur nächsten Folge. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal die Türen auf und starten unsere Linie hier mit dem Citaro G, mit dem Gelenkbus. Und ich glaube, wir müssen auch noch die Rampe ausfahren. Ja, und dann haben wir hier auch schon so eine kleine Verspätung. Mir ist heute nicht nach Arbeit. Na komm, rollen Sie rein. Ich will keine Hektik machen, aber es ist gerade wirklich ein bisschen eng im Zeitplan. Es hat mich jetzt wertvolle Zeit, wertvolle Minuten gekostet, das hier rauszufinden. Also es war irgendwie nicht synchronisiert, habt ihr eben gesehen. Die Anzeige hier mit der Anzeige in dem anderen Modus, in diesem Taktik-Modus oder wie das heißt. Jedenfalls wollte ich es ändern. Ja, hat jetzt so nicht funktioniert. Das sind auch so die kleinen Fehler, die, glaube ich, auftauchen. Hier in der Version und hoffentlich bald gefixt sind. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also hier die perfekte Halteposition mit zu erlangen mit den Gelenkbussen. War immer ein bisschen schwierig. Aber immerhin perfektes Timing. Also wir waren doch nicht ganz so spät. So, kommen Sie rein. Hier nicht in den langsamen Gang rein, ne? Machen sich bequem. Mein Boot am Strand wurde in zwei Hälften gesägt. Der Schaden war groß, aber ich konnte es mit Panzertape reparieren. Was ist das wieder für eine Geschichte? Das Boot wurde in zwei Hälften gesägt. Geschichten aus dem Paulanergarten. Es wird genauso passiert sein. So, und dann geht's weiter. Also ich glaube, in den nächsten Folgen blende ich das HUD komplett aus. Hier ist jetzt auch wieder irgendwas angezeigt, was ich gar nicht brauche. Die Tür ist ja schon geschlossen, sonst könnte ich ja nicht fahren. Ja, naja. Vielleicht wird es auch noch besser, wenn dann die nächsten Missionen kommen. So, schallern wir einfach mal rüber über die Kreuzung. Und ich würde sagen, diese Mission schließen wir auf jeden Fall auch noch ab. Das heißt... Oh! Das war ich! Das war meine Stimme, die gerade zu hören war. Ich muss meine Mutti anrufen. Die schickt mir schon seit Tagen Nachrichten. Ich habe mich schon gefragt, wozu ich das eigentlich eingesprochen habe. Also was da am Ende rumkommt. Aber ihr habt es gerade gehört. Das war ich. Sie möchten aussteigen? Das lässt sich einrichten. So. Und wohin geht's jetzt? Das weiß ich nicht. Kommen Sie rein. Heute Abend. Der Nachtexpress. Ich muss mal gucken. Ah, wenn du einen Blick auf die Karte wirfst, achte darauf, dass der Bus sicher steht. Das ist der Fall. Ich muss auch mal gucken. Ich glaube, wir sind hier aktuell auf der Route 3 unterwegs. Ich höre den Gespräch, der Bus echt gerne. Können wir hier das noch anpassen, was auf der Anzeige steht? Nee. Schade. Doch, Routennamen vermutlich, ne? Ja, das müssen wir später mal machen, weil mich irritiert das ein bisschen, dass hier immer Sonderfahrt steht. Ich glaube, das soll so nicht sein. Da will ich auch nicht einsteigen. Wobei, ist mir oft genug passiert, dass da irgendwie so ein... Ah, wir haben noch die Rampe draußen. Mein Fehler. Nur aber. Ist mir oft genug passiert, dass irgendwie so eine Straßenbahn hinter der anderen Straßenbahn kam. Und dann... War es irgendwie so ein Sonderwagen, so ein Werkstattwagen oder so. Trotzdem habe ich auf den Knopf gedrückt. Immer so nach der Schule, wenn man so ein bisschen müde war, hat man nicht genau aufgepasst und nochmal drauf gedrückt. Kaum zu glauben, wie leicht die Prüfung letzte Woche war. Tja. Das sind, ja, also einige Sprüche kennen wir schon aus dem letzten Teil. Da hätten sie eine Schippe drauflegen können und ein bisschen was Neues machen können, ne? Also ein bisschen weniger von dem Alten. Ist zwar irgendwie ein bisschen kultig, aber ich muss ehrlich gestehen, ich könnte auch auf den einen oder anderen Spruch verzichten.
fahren wir mal die nächste Haltestelle an. Also die sind jetzt alle nicht so wirklich lang, die Routen. Aber ja. So. Oh, kommen Sie mal rein hier. Wohin geht's jetzt? Das weiß ich nicht. Einfache Fahrt, bitte. Einfache Fahrt. Ah, ich muss erstmal hier wieder den Modus wechseln. Und dann normale Fahrkarte, einfache Fahrt, einmal ausdrucken und... Danke. Zwei. Ui. Eine Fahrkarte. Sie hat passend gegeben. Muss sie etwas konzentrierter hier am Kassenautomat sein, sonst gibt's bald ein dickes Minus. Und daraufhin dann Fragen. Von der Buchhaltung. So. Danke. Bitte. Bisschen komisch rausgegeben. Gut. Dann fahren wir weiter. Zur Forth and Nimitz. Der Klassiker. Wer kennt sie nicht? Aber wo ist das alte Sägewerk? Ach, Endstation hier. Schlechte Halteposition. Wo soll ich sonst halten hier? Mit meinem Gelenkbus. Wir haben große Fortschritte gemacht. So. Das Glück scheint uns hold zu sein. Wir sollten das Streckennetz noch weiter ausbauen. Da muss ich widersprechen, Mira. Ne? Es wäre am besten, zunächst eine solide Basis zu schaffen, bevor wir weiter expandieren. Hier gibt's Streit. Na schön. Dann sollten wir unsere Glückssträhne nutzen, um eine solide Basis aufzubauen. Aber sicher. Okay. Also wir sollen eine solide Basis aufbauen. Du hast das Ende der Route erreicht. Okay. Müssen wir mal gucken. Also wir sollen jetzt zwei Routen mit dem Transit Terminal verbinden. Die Stufe von West Oakwood sollen wir auf 2 verbessern und auch die Stufe von Highlander Park auf 2 verbessern. Ich würde eigentlich sagen, all das machen wir in der nächsten Folge und wie es aussieht, können wir uns sogar schon wieder einen neuen Bus kaufen. Auch das können wir in der nächsten Folge mal machen. Dann geht es noch ein bisschen schneller mit dem Geld verdienen. Ich muss gestehen, am Anfang war mir nicht so ganz klar, in welche Richtung das hier mit diesem Modus geht, weil, wie gesagt, man kann hier wirklich eine ganze Menge, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, man kann hier eine ganze Menge einsehen, einstellen und muss auch eine ganze Menge beachten. Damit werden wir uns dann in den nächsten Folgen sicherlich nochmal genauer beschäftigen. So langsam wird mir allerdings bewusst, wie das alles funktioniert und wie es gedacht ist. Ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Gesehenen in die Kommentare und seid auch gerne nächstes Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!